WDR aktuell mit Jens Olesen. Guten Abend, herzlich willkommen und das sind heute am Dienstag unsere Themen. Nach dem NATO-Treffen, Kurden in Deutschland fürchten die Folgen türkischer Luftangriffe. Nach der Brandstiftung, der Lebensretter erzählt, wie er das Feuer im Hochhaus gelöscht hat. Nach dem FIFA-Skandal, Sepp Blatter soll den Nobelpreis bekommen, fordert Russlands Präsident Putin. Die Probleme sind benannt. Wir haben gestern darüber hier bei WDR aktuell berichtet. Die Duisburger Polizei spricht von Angsträumen, von No-Go-Areas spricht allerdings schon die Gewerkschaft der Polizei, nicht nur in Duisburg. Dort hat die Polizei Präsenz gezeigt, gestern und auch heute wieder. Und heute hat jetzt ein Polizist mit uns gesprochen, der von seinen Befürchtungen berichtet. Die Beamten müssen sich aufrüsten. Diese Bilder sind gerade mal einen Tag alt. Wenn sie mit der Einsatzhundertschaft in Marxloh einrücken, ist die Straße wieder in ihrer Hand. Genauso schnell aber, und das sagt die Polizei selbst, ist alles wieder beim Alten. Wir haben einen gefunden, der Klartext spricht. Er ist seit rund 20 Jahren Polizist in Duisburg. Es passiert häufig, dass wir auch persönlich bedroht werden. Da wird der Einsatz mit Handy gefilmt. Und wenn wir dann einen zum Polizeigewahrsam bringen wollen, heißt es, ich weiß jetzt, wie du aussiehst, ich finde heraus, wo du wohnst. Die Lage auf der Straße ist nur ein Teil des Problems, kriminelle Strukturen das andere. Von libanesischen Familienclans ist die Rede. Niemand spricht in diesen Parallelgesellschaften. Razzien haben eher bescheidene Ergebnisse. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man von denen ein Fahrzeug anhält. Die zücken ihr Handy raus, da wird schnell eine SMS versendet. So schnell können Kollegen gar nicht am Einsatzort sein, wie dann x Leute um einen herumstehen. Würden Sie sagen, dass diese Angst vor rechtsfreien Räumen begründet ist? Ist begründet. So sieht es auch ein internes Arbeitspapier der Duisburger Polizei, das gerade bekannt wurde. Von einem großen kriminellen Dunkelfeld ist da die Rede, von Angst der Bürger, Straftaten anzuzeigen. Volker Mosblech kommt aus dem Duisburger Norden. Er sitzt für die CDU im Rat und im Bundestag. Was mühsam aufgebaut wurde, sagt er, droht verloren zu gehen. Grenzen seien erreicht. Es gibt ja diesen Begriff subjektive Sicherheitsempfinden. Das ist aber gar nicht vorhanden, weil Leute sich bedroht fühlen, beängstigt fühlen, weil sie glauben, alles, was sie sagen, wird nicht beachtet werden. Sie sollte beachten, was die Menschen sagen. Edeltraut Klabun, Stadtentwicklerin für den Duisburger Norden. Es gibt Konzepte, sagt sie, es gibt aber auch Grenzen. Jeder, der hier wohnt, wünscht sich, dass es morgen alles anders ist. Das können wir nicht versprechen, das können wir leider auch nicht leisten. Was wir versprechen können, ist, dass wir ab September wieder fest hier im Stadtteil sitzen, genau hier. Auch die große Politik muss mit ins Boot. In puncto Sicherheit ist das Innenministerium NRW. Also das Land unterstützt die Polizeibehörde in Duisburg maßgeblich. Eine zusätzliche Hundertschaft, 12.000 zusätzliche Personalstunden, das alleine seit Januar macht deutlich, wir lassen da eine Behörde, die solche Schwierigkeiten hat, nicht alleine, ganz im Gegenteil, wir handeln. Tatsächlich tritt die Polizei in den letzten Wochen massiv auf. Mehrere Großrazzien in nur wenigen Wochen. Treffpunkte, Lokale werden geschlossen, Verdächtige festgenommen. Ob solche Einsätze auch einen nachhaltigen Nutzen haben, das muss sich noch zeigen. Die NATO ist mit der Türkei solidarisch. Allerdings gibt es Uneinigkeit über das Vorgehen der Türkei, die bei ihren Luftangriffen keinen Unterschied macht zwischen der Terrormiliz Islamischer Staat und der verbotenen PKK. Selbst auf türkischem Boden, im eigenen Land, hat die Luftwaffe heute kurdische Rebellen angegriffen. Präsident Erdogan will offenbar seine Entschlossenheit demonstrieren. Türkische Bomben auf kurdische Stellungen. Bereits vergangene Woche zeichnete sich ab, was nun Staatspräsident Erdogan bestätigte. Der Friedensprozess mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK ist beendet. Man könne keine Verhandlungen mit denen fortführen, so Erdogan, die die Einheit und die Integrität der Türkei angreifen. Die Kurden als Täter. Yinda Ataman und Cahit Basar von der kurdischen Gemeinde Deutschland sehen das anders. Sie haben die menschliche Katastrophe im Kampfgebiet vor Ort erlebt, zeigen Bilder vom letzten Sommer, wie kurdische Flüchtlinge vor der IS-Terrormiliz fliehen. Und nun steigt die Sorge, dass die türkische Politik den IS stärkt und sich die Flüchtlingstragödie wiederholt. Die Kurden im Irak fühlen sich ein Stück weit auch verraten.
dahingehend verraten, im Nahen Osten gibt es keine Kraft, die bisher in der Lage gewesen ist, die IS zurückzudrängen oder gar zurückzuschlagen. Wenn diese Menschen wieder flüchten, also die werden wieder Richtung türkische Grenze gehen, nach Suruç, und die Lager sind schon überfüllt und es ist jetzt schon eine schwierige humanitäre Situation. Doch die kurdische PKK scheint für Erdogan eine größere Gefahr als die IS-Terrormiliz. Im irakischen Kurdengebiet ließ er PKK-Stellungen bombardieren. An der irakischen Grenze marschierten heute türkische Verbände auf. Beim NATO-Sondertreffen in Brüssel gab es dazu heute offiziell keinen Kommentar. Stattdessen demonstrierte Generalsekretär Stoltenberg Einvernehmen mit der Türkei, wenngleich er betonte, die Türkei hat nicht um zusätzliche militärische NATO-Präsenz in der Türkei gebeten. Die Türkei hat sehr fähige Streitkräfte, die zweitgrößte Armee im Bündnis. Und die geht nun immer härter gegen die PKK vor. Waren die Kurden im Kampf gegen die IS-Terrormiliz noch willkommene Partner der US-geführten Verbände, werden sie seit heute Nachmittag von türkischen Kampfjets erstmals auch innerhalb der Türkei angegriffen. Brandstiftung in einem Hochhaus in Leverkusen. Großeinsatz der Feuerwehr im Ortsteil Rheindorf. Dass da heute niemand ernsthaft verletzt wurde, das ist der schnellen Reaktion eines Familienvaters zu verdanken. Der Lebensretter hat uns heute erzählt, wie er den Brand bemerkt und gelöscht hat. Das ist die Wohnungstür auf der 6. Etage. Unbekannte Täter hatten am frühen Morgen offenbar die Fußmatte und die Haustür angezündet. Es hat nicht viel gefehlt und die Tür hätte nachgegeben. Zum Glück waren aber Dennis Dünner und seine Frau schon vor 5 Uhr morgens wach. Ich habe mir gerade die Zähne geputzt und dann kam meine Ehefrau rein und hat mir gesagt, dass laute Geräusche im Treppenhaus zu hören sind. Und dann haben wir das Küchenfenster geöffnet und haben Hilfeschreie gehört, Feuer. Ja, dann sind wir ins Treppenhaus rein, hochgegangen und haben halt gesehen, dass dort Türen in Brand gesteckt worden sind. Ich habe mir einen Feuerlöscher genommen, bin wieder hochgegangen und habe halt aufs Feuer gezielt. Und das hat geklappt? Es hat geklappt. Es ist ausgegangen. Die Flammen waren weg. Die Bewohner hatten nicht mitbekommen, dass das Feuer aus war. Es drang weiter giftiger Rauch in ihre Wohnungen. Sie riefen um Hilfe, aber Dennis Dünner konnte ihnen nicht helfen. Er kam nicht weiter als bis zum Treppenabsatz. Es war sehr viel Rauch da, ja. Aber ich habe mir einfach mein T-Shirt übers Gesicht und dann habe ich dadurch geatmet. Ein bisschen geblinzelt von dem ganzen Qualm. Aber das war's. Unterdessen rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Die Feuerwehrleute brachten Drehleitern in Position, um die Bewohner der oberen Etagen zu retten. Das Treppenhaus war bisher vom 5. bis zum 7. Obergeschoss vollständig verqualmt gewesen. Man hat mit Drehleitern dort vor Ort ungefähr 3 Personen aus einem 6. Obergeschoss Räumlichkeit herausgerettet und die anderen 3 Personen, die dann nachher auch ins Krankenhaus kamen, über den Treppenraum. Dennis Dünner und seine Frau hoffen, dass die Polizei den Brandstifter möglichst rasch stellt. Nach Angaben der Polizei ist das Motiv für die Tat bisher unklar. Von dem Täter fehlt noch immer jede Spur. Und jetzt zu einem Thema, das uns heute auf den ersten Blick überrascht hat, auf den zweiten dann aber auch schon nicht mehr. Noch FIFA-Präsident Sepp Blatter soll den Nobelpreis bekommen. Das fordert nicht irgendwer, das fordert der russische Präsident Wladimir Putin. Friedensnobelpreis oder Nobelpreis für Chemie. Putin lässt uns rätseln, er hat sich nicht festgelegt. So oder so, wir finden das eine ganz famose Idee. Sepp Blatter und seine FIFA haben der Welt den Fußball gebracht. Alle, ob Bettler oder Kaiser, treten auf Blatters Zeichen gegen den Ball. Und wer kickt, kann nicht kämpfen, so einfach ist das. Also stiftet Sepp Blatter der Welt Frieden. Okay, manchmal braucht es Zwangsarbeiter zum Bau der neuen Fußballstadien, aber Blatter soll ja auch nicht den Orden der Arbeiterwohlfahrt bekommen, sondern den Nobelpreis. Soll er kriegen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Nein, absolut nein. Warum? Weil der Sepp sich für den Weltfrieden einsetzt. Erst am Samstag hat er in St. Petersburg betont, dass der Fußball Brücken bauen kann. Und Blatter weiß sehr genau, wie wichtig Brücken sind, um tiefe Gräben zu überwinden. Noch ein Beispiel. Vor einer Woche wird der Sepp angegriffen, beworfen mit kapitalistischen Dollarscheinen. Und was macht Blatter? Er duldet diese niederträchtige Attacke voller Großmut. Er ist nicht weniger als der Gandhi des Weltfußballs. Das hat Putin erkannt. Und gibt es einen größeren Friedensexperten als Wladimir Putin? Was aber fällt der deutschen Politik ein? Sie wittert gleich wieder eine Verschwörung.
Der lupenreine Demokrat Wladimir Putin schlägt seinen Kumpel Sepp Blatter und ja nicht nur Sepp Blatter, sondern auch andere Sportorganisationen wie das IOC für den Nobelpreis vor. Übrigens Organisationen, die ihm ja gerade unter durchaus fragwürdigen Umständen das ein oder andere Sportgroßereignis zugebracht haben. Spricht Frau Paul von einem schäbigen Deal WM gegen Nobelpreis? Das wäre ja wie wenn Blatter zur WM 2006 in Deutschland das Bundesverdienstkreuz bekommen hätte. Ach, hat er? Warum? Eine Botschaft. Weil er es verdient, genauso wie den Bambi, weil dieser großherzige Mann die Welt vereint. Fasst euch alle bei den Händen, bitte. Und erhebt euch für die Einheit des Fußballs. Es geht um Fußball. Ist er nicht wunderbar? Sepp Blatter, der FIFA-Friedensengel. Achtung, Glosse. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Das gilt auch für die nächste Geschichte. Auf jeden Fall zeigt der Fall aus Herne, ein Fläschchen mit dem Wort Uran drauf löst einerseits zu Recht große Sorgen aus vor Radioaktivität. Andererseits treibt der Entsorgungswahnsinn höchst seltsame Behördenblüten. Familie Schwarz-Hagedorn hat nach dem Fläschchenfund im Keller alles miterlebt. ABC, Großeinsatz, Feuerwehralarm und Krankenhaus, eine ganz besondere Familiengeschichte. Atomtransport im Hinterhof. Was der 12-jährige Ben da in der Plastiktonne aus dem Keller holt, das hat in Herne einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Dabei wollte sein Vater nur ein paar Schadstoffe entsorgen. Es waren Photochemikalien von meinem Vater, die wollte zum Schadstoffmobil bringen. Und dann wurde irgendwie gleich ein Alarm ausgelöst, dann Feuerwehr alarmiert und dann ging irgendwie die ganze Maschinerie los. Denn jetzt hieß es in Herne Nuklearalarm. Die Berufsfeuerwehr war mit 20 Kräften vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr ist hinzugezogen worden. Es ist hinzugezogen worden die Berufsfeuerwehr aus Dortmund, wo es Spezialisten für Strahlenschutzeinsätze gibt. Und Rainer Schwarz wurde in diesen weißen Overall gesteckt. Er musste ins Krankenhaus, Verdacht auf Kontaminierung. Seine Frau und die beiden Söhne standen derweil unter Hausarrest. Wir hatten den gesamten Samstag von morgens bis ca. 14 Uhr Polizeipräsenz vorm Haus. Die haben sich stündlich abgewechselt, die PKWs. Ein Beamter hat gesagt, wir sollen hier bleiben. Nachbarn, die einkaufen gehen wollten, wurden gebeten, zurück ins Haus zu gehen. Dann kommt die Entwarnung. Von den Fläschchen geht keine radioaktive Strahlung aus, ergeben Messungen Rainer Schwarzdorf aus dem Krankenhaus. Und erlebt eine Überraschung, als er sein Auto am Schadstoffhof abholt. Er hat gesagt, gut, dass Sie da sind und hat mir dann die Kartusche schön in Fass verpackt mitgegeben und hat gemeint, also er als Firma dürfte es nicht transportieren, ich als Privatperson dürfte es transportieren. Wie bitte? Das Schadstoffmobil gehört der Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet. Hat der Müllriese etwa Angst vor dem Fläschchen mit dem Uranverstärker? Wir dürfen schwachstrahlendes Material nicht transportieren und auch vorher nicht annehmen. Aber Sie dürfen es einem Bürger wieder mitgeben? Die Feuerwehr hat ja festgestellt, dass es ungefährlich ist. Wir halten uns da an Recht und Gesetz. Und die Eigentümer können sehen, wo sie mit dem Giftstoff bleiben. Zum Glück hat die Stadt Herne ein Einsehen. Beim Ordnungsamt konnte Heike Hagedorn die Atommüllkiste heute abgeben. Die Spuren führen nach Nordrhein-Westfalen. Der Selbstmordanschlag auf das Luxushotel Jazeera Palace in Mogadischu am Sonntag geht nach WDR-Recherchen auf das Konto eines 30-jährigen Somaliers, der zeitweise in Bonn gelebt hat. Bei dem Anschlag waren 18 Menschen getötet worden, darunter auch der Selbstmordattentäter. Zum ersten Mal aufgefallen war der Somalier 2008. In einer startbereiten KLM-Maschine am Köln-Bonner Flughafen wurde er zusammen mit einem Freund verhaftet. Die beiden waren damals angeblich auf dem Weg zu Al-Qaida-Einheiten in Pakistan. Später, 2012, beteiligte sich der Islamist an Angriffen auf Polizisten bei einer Demo in Bonn. Kurz danach soll er Deutschland verlassen haben. Im ersten Halbjahr sind auf den Straßen Nordrhein-Westfalens 42 Motorradfahrer ums Leben gekommen. Deutlich mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, teilte das Innenministerium mit. Im ersten Halbjahr 2014 waren 29 Biker gestorben. Hauptunfallursache war demnach überhöhte Geschwindigkeit. Die Polizei kontrolliert deswegen jetzt erheblich häufiger das Tempo. Heute konnte man an vielen Orten einen schönen Tagesausklang erleben. Auch die blaue Stunde am Ümminger See in Bochum. Vielen Dank an Frank Buckenauer, der uns mit diesem Foto versorgt hat. Für das Wetter sorgt jetzt Carsten. Bitteschön.
Ein Tiefdruckgebiet wird uns auch morgen leicht wechselhaftes Wetter bescheren. Es liegt morgen mit seinem Zentrum über dem Süden Skandinaviens. Und wir sehen hier, dass wir eine westliche bis nordwestliche Strömung haben, die sich auch zu uns nach Nordrhein-Westfalen hineindreht. Und deshalb starten wir morgen Vormittag vor allem im Nordwesten schon mit dickeren Wolken und ersten Schauern. Ansonsten beginnt der Tag durchaus auch mal freundlich und trocken und mit ein paar Sonnenstrahlen. Am Nachmittag hingegen intensivieren sich die Schauer und Gewitter vor allem in der gesamten Nordhälfte. Und die Gewitter werden wir vor allem an der Grenze zu Niedersachsen vorfinden. Nach Süden hin passiert eher weniger. Hier bleibt es eher den ganzen Tag trocken. Die Temperaturen erreichen im Süden mit ein paar Sonnenstrahlen 20 bis 21 Grad. Im Norden sind es 17 bis 18 Grad. Wie geht's weiter? Langsam steigen die Temperaturen, obwohl wir auch am Donnerstag noch weitere Schauer haben. 18 bis 20 Grad. Der Freitag, der bringt dann schon wieder eher trockenes Wetter. Etwas mehr Sonnenschein bei bis zu 22 Grad. Und am Wochenende oder ab dem Wochenende peilen wir allmählich sommerliche Werte an. Super, vielen Dank, Carsten. So, und jetzt richten Sie sich mal ein auf spektakuläre Bilder. Wanderpfade gibt es ja viele, aber es gibt nur einen Pacific Crest Trail. Von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze. Wandern Sie mit und legen Sie dabei die Beine hoch. Schönen Abend, bis morgen.